Komm, also los genau. Geht's. Ja, los. Hallo, Herr Werle. So, der Herr Werle ist auch auf dem Video drauf. So. Oh, yeah. Ja, die Mitarbeiter kommen nun gehen hier, wie es ihnen passt. Was? Auch an einem Samstag. Hei, hei, hei. Was für ein Saftladen. Hier darf jeder hier darf jeder rein und rauskommen, wie er möchte. Fleißige Mitarbeiter haben kein Zuhause. So wie ich und Harald, wir leben hier in der Firma, wir leben hier. Kennt ihr so wie Ratten, die sich manchmal zeigen und manchmal nicht, die dann so rauskriechen, dann sind sie da und dann sind sie wieder weg. So ungefähr. So, Harald, ruf uns mal an. Ja, ich guck mal, wie die, sag mir mal die Nummer. Okay, ich sag dir mal die Nummer, die ich nicht kenne. Okay, also ja, Dialog-Hotline. Also ihr dürft sie auch alle gleich mitschreiben. 015678. Ja. Das finde ich schon mal eine geile Kombi. 5678. Bei mir auch so. Ja, das steht in den Start. Okay. Und dann 36 7007. Wie mein Kennzeichen. 7007. Ist kein Witz, mein Kennzeichen ist 7007. Ja. Ja, also super. Und dann noch 36. Davor. Die 36? Nein, die war davor. Ich war nur im Reden. Also, du hast dich verarschen. 707, ja, ich will gucken, ob du aufpasst. Es ist auch deine Nummer. Jetzt kommt ein scheiß 8-1 oder so. Ja, nein, das war's schon. 5678-36-7007. Also alle mitschreiben, denn wir schreiben sie nicht unten in die Beschreibung. Doch, machen wir. Oh, klingelt. Bei dir? Sperr mal bitte. Seht was? Hallo? Ich höre mich auch. Ja, mich wundert aber, dass ich dich höre. Eine andere Nummer hat angerufen. Ha? Aber steht jetzt, dass du angerufen wurdest? Du wurdest vor einer Minute angerufen. Aber es hat ja nicht zum Anrufen angezeigt. Nein. Doch, ich habe es angemacht. Jetzt pass auf, jetzt müssen wir uns die Einstellung angucken. Ich darf doch mal kurz einfach mal gucken. Telefonie. Voice Message, nein. Ton vor dem Freizeichen. So, na, ist okay. Anruflisten trennen. Deine Anrufen werden nur bei angezeigt, nicht mehr in der Standardanruf. Okay. Nein. App-Benachrichtigung anzeigen. Machen wir, was steht denn da? Mikrofon, Mitteilungen, Hintergrund, okay. Ja, ist alles aktiv. Warte, das ist doch die, hä? Achso, da hast du auch die App drauf. Hast du die App, hä? Ja, aber wieso steht das hier oben drauf? Ach, jetzt? Da steht SIM-Fehler. Aber wenn du... SIM-Fehlt. Aber guck mal, wenn du da drin bist, ja. Gerade eben stand Satellite. Oben. Ja, dort, wo SIM fehlt. Oder echt? Bin ich jetzt doof? Jetzt gucke ich doch nochmal. Ach so, ja, weil ich in den Einstellungen gucke, in den Einstellungen steht so. Siehst du, oben, wo SIM fehlt, steht jetzt nicht mehr SIM fehlt. Aber das heißt ja nur zum Zurückgehen zur App. Genau, aber ich habe gedacht, hä, dein Anbieter, das habe ich falsch verstanden. Ja, wir sind jetzt beim Apfel. Apfel? Apfel. Hä? Apple. Ah, ja, genau, beim Apfel. Ja, bei Android, da. Okay, jetzt pass auf. Aber liegt es daran oder? Jetzt ruf nochmal an. Ja, ruf nochmal an. Ruf mal von dem an und ich ruf mal. Jetzt, ich bin mal gespannt, wenn ich von dem anrufe. Ja, probier nochmal. Ich habe auch noch ein anderes Telefon sonst noch, mit dem wir es auch probieren konnten, mit einem Festnetz. Oh, klingelt. Da steht einfach fehlgeschlagen. Aha, das heißt... Log dich mal aus? Oder? Ja, ja, aber warte, ich war der Erste eingeloggt. Jetzt logge ich mich mal aus. Ist klar. Also jetzt logge ich mich mal aus. Es kann auch sein, dass ich in den Dingsmodus gegangen bin, nicht Störenmodus. Ach, deswegen. Bestimmt nicht stören. Ja. Ah, dann probier. Okay. Ich bin nämlich nicht stören. Dann wirst du natürlich nicht gestört. Damit ich nicht angerufen werde. Und
Willst du dich selbst verarschen? Zweimal? Du willst sowohl nicht angerufen werden, aber du rufst dich auch selber an. Aber gut zu wissen, dass ich nicht stören will. Warte mal, verarschst du dich jetzt selber zweimal? Du willst nicht angerufen werden, aber du rufst dich an und jetzt machst du es weg, damit du dich anrufen kannst oder das bekommst, was du nicht haben wolltest. Ja, das ist irgendwie... ein Paradoxon. Das klingt sehr spirituell. Ein Ich-möchte-nicht-angerufen-werden-Paradoxon. Du weißt ja, alles ist dual. Ja. Die Welt ist dual. Ja, also... Verarsche ist... Jetzt aber eine Frage... Einmal minus Verarsche, plus Verarsche. Ja, wir können aus zwei negativen Verarschen eine positive machen. Aus Minus und Minus macht Plus, war doch. Also wenn dich jemand zweimal verarscht hat, machen wir was Positives draus. Aber theoretisch nee, kannst du versuchen, mit deinem Handy normal auf dem anzurufen. Sich selber geht doch nicht. Wir haben doch die gleiche Nummer. Du rufst doch von der SIM-Nummer an. Was passiert dann? Warte. Okay, warte. Aber jetzt warte, probier du nochmal von dem. Was müsste jetzt gehen? Hast du ausgeschaltet? Nein. Hast du ausgeschaltet? Den Modus schon. Ja, also dann ruf von dem an und dann rufe ich von dem auch nochmal an, nur um zu wissen, ob das dann auch geht. Ja. Dann haben wir alle Kombinationen. Klingelt bei dir? Ja. Wir dürfen mit. Warte, jetzt geh mal ran. Jetzt waren wir gesperrt wegen. Bist du rangegangen? Hat's geklingelt? Hallo? Ich höre dich. Ich höre dich auch. What the fuck? Telefone funktionieren. Ich dachte nur, Internet geht. Ja. Okay, also auch Katzen dürfen uns anrufen. Also, warum haben wir jetzt die Nummer getestet? Sag mal den Leuten, warum haben wir die Nummer getestet? Willst du sagen oder soll ich sagen? Komm, sag du mal. Okay, also, wir haben was Neues gegründet. Ja. Genau jetzt, vor ein paar Minuten. Es gibt die Dialog-Hotline. Sollen wir es jetzt immer zusammen sagen? Ja. Warte nochmal. 3, 2, 1. Dialog-Hotline. So, was ist die Dialog-Hotline? Also wenn ihr die Nummer vorhin aufgepasst habt und mitgeschrieben habt, wenn nicht, spult nochmal zurück, ist uns egal, wir schreiben es nicht in die Beschreibung, ihr müsst euch schon anhören, dann könnt ihr uns anrufen, oder? Ja. Wann? Jederzeit. Jederzeit. Und wenn jemand dran geht, dann geht er dran. Wenn nicht, dann müsst ihr halt nochmal probieren. Es gibt eine Regel, die wir nicht machen, wir rufen nicht zurück, weil wir haben auch viele Sachen zu tun, wir können nicht jeden zurückrufen dann. Einfach nochmal probieren. Wenn wir Zeit haben, gehen wir ran und dann kannst du mit uns telefonieren, oder? Ja. Und zu welchem Thema? Zu allen. Alles, was euch einfällt. Machen wir ein Beispiel. Irgendwas. Also uns fallen oft nur witzige Sachen ein, weil wir ja Spaß haben. Zum Beispiel, wieso seid ihr so behindert und macht diese Hotline? Ja genau, da könnt ihr genau, also wenn es euch interessiert, wir werden es in dem Video nicht verraten. Oder was macht ihr? Ja genau, fällt dir noch was ein. Hau noch ein paar raus, ich mag die. Was macht ihr? Ja, was noch, so simpel. Was ist diese Dialog-Hotline? Ja genau, zum Beispiel sowas. Oder keine Ahnung, was habt ihr heute gefrühstückt? Wäre auch möglich. Ja, oder habt ihr auch ein Leben? Genau. Oder, keine Ahnung, du kannst auch Fragen zum System stellen. Du kannst irgendwas sagen, hey, wie funktioniert das System? Und dann können wir, ich hoffe, das ist ein wenig präziser, weil wie funktioniert das System? Hey, da muss man echt lange reden. Also, aber so kurze, knackige Fragen könnt ihr uns schon stellen. Aber auch mal was Längeres. Ja. Sagen wir mal, darf ich dich anrufen, wenn es mir schlecht geht, Harald? Ja. Über die Dialog-Hotline. Siehst du? Also zum Beispiel, da rufe ich den Harald nicht privat, ich rufe ihn über die Dialog-Hotline an, weil das ist ein Service aus dem neuen System. Yeah! Es ist ein Free Service. Ja, es ist Open Number. Open Number. Also die Nummer ist offen, jeder darf uns anrufen. Open Phone. Open Phone, ja? Ja? Ich finde die Idee gut. Ja, was sagst du? Also, top. Zack, fertig. Ich meine, ein Wort, der Mann hat alles gesagt. Top, was soll ich sagen? Einfach top. Ja? Passt wie top auf Deckel. Oder, nee, warte.
wie top auf dem Deckel, das ist ja total top, bescheuert. Top, die Hotline läuft. Okay. Okay, also ihr seht, wir haben Spaß, ihr könnt uns auch witzige Fragen stellen. Aber jetzt ruf mich auch mal an. Oh, warte, ja. Jetzt kommt der Quertest. Kann ich ihn von meinem Hotline-Phone auf sein Hotline-Phone anrufen? Okay, warte mal. Wie war nochmal die Nummer? Also wer jetzt nicht aufgepasst hat, der kann sie nochmal mitschreiben. Also 015678. 015678. Okay. Und dann war es doch, ich glaube, 36 und 7007. Oh, ich habe sie mir schon gemerkt. 367007 und vorne 015678. 015678. 367007. Und ab wann ist die aktiv? Sofort. Ab jetzt. Naja, einfach ab jetzt. Also wenn du das Video angeguckt hast, dann kannst du uns genau jetzt anrufen. Ich rufe dich mal an. Guck mal, ob das geht. Ich rufe mich gerade selber an. Auch gleichzeitig. Bist du rangegangen? Nein, ich bin nicht rangegangen. Vielleicht ist es ein Problem. Aber vielleicht, weil es bei mir klingelt, während ich von mir anrufe. Hm, keine Ahnung. Also. Kann sein, dass da was blockt. Und jetzt? Verpasstes Gespräch. Verpasstes Gespräch. Probier du mich mal von dort an. Probier du aber uns mal. Hier habe ich keine SIM-Karte. Aha, ja, okay. Aber. Es gibt eine andere Möglichkeit. Warte, warte. Oh, 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 die Trickkiste. Was hast du in der Trickkiste? Trick 17. Trick 17, probieren wir mal. Ja, also wir machen hier noch ein paar Tests. Also wenn das Video fertig ist, sind die Tests natürlich auch durch und dann funktioniert die Hotline auch. Also sobald man es sieht, oder? Wie nennen wir das Video? Doch nicht vielleicht Dialog-Hotline? Dialog-Hotline? Ja, also man kann auch zu allen Sachen, die wir machen, Fragen stellen, oder? Kann ich was zum Hub fragen? Ja, klar. Man kann zu allen Sachen was fragen, die wir machen. Zum Hub. Zum Hub. MAD. Du-Partei. Vision. I7 und was weiß ich, was wir da noch alles haben. Ping. Ja, es gibt schon ein paar Sachen. Und Pong. Man Pong, kann das Pong, zu, wir haben ja Pong. Wir haben ja Pong. Wir können es zu Ping, Ping und zu Pong, Pong fragen. Also, ja. Wir spielen auch gern Ping-Pong, aber ein wenig anders. Klappt Trick oder müssen wir ohne Trick leben? Ah, okay. Ich rufe mich mal so lange selber an. Ich meine, boah, das ist doch meine Frage. Was würdest du dir selber sagen, wenn du dich selbst anrufen könntest? Also ich meine mit dem gleichen Telefon. Und was würdest du dir sagen, wenn du ein echtes Gespräch, ich meine, klar, ich kann zwei Telefone nehmen, aber wenn du ein echtes Gespräch mit dir selber hättest, was würdest du dich fragen? Das ist nur so ein Tipp für zu Hause, fragt es euch einfach mal. Das, was ihr euch fragen würdet, wenn ihr euch fragen könntet und ihr es einfach tut. Der Junge, macht dir keinen Kopf. Ja, mach einfach. Einfach nach vorne. Volle Power nach vorne, oder? Also wir nehmen die Diagonale. Wir nehmen die Diagonale auf dein Haar. Also das sind jetzt so ein paar interne Sachen. Ein paar Leute wissen, was damit gemeint ist, die hier ab und zu meinem Hub sind. Weil wir machen ja auch so einen Kurs. So, jetzt haben wir deine Nummer 015678. Genau, 367007. Boah, du hast ja aber ganz schön schnell gemerkt. Wir haben sie heute erst ausgepackt. Ich war doch immer der Ziffernboy. Das geht, aber guck, wird nicht so angezeigt, sondern ich muss jetzt über den Statusbar hier. Das heißt, es wird mir nicht richtig angezeigt. Ich muss erst in die Statusbar rein. Hallo? Hallo. Ja, grüß dich Gott. Wie geht es dir? Wo bin ich hier gelandet? Warte, ich habe dich angerufen. Ich muss dich fragen, wo ich gelandet bin. Nee, ich habe dich angerufen. Ach, warte. Oh. Was angenommen. Okay, das ist schon bin freaky, wenn zwei von der Dialog-Hotline sich anrufen. Da weiß man gar nicht, wer gerade die Dialog-Hotline ist. Ich wusste nicht, ob du gerade die Dialog-Hotline bist oder ich. Das stimmt. Weil wir können nicht beide rangehen. Nur einer von uns kann rangehen. Ja. Und wie der Zufall es halt will, oder? Ja. Und ich dachte, dass der Zufall war, dass ich dich angerufen habe, dabei hast du mich angerufen. Der Zufall ist immer fair. Ja, okay, er hat mich ganz schön veräppelt. Veräppelt. Okay, danke, das war witzig, mehr wollte ich nicht sagen. Wolltest du noch was sagen? Ach nein, warte, du rufst mich an. Genau, wo bin ich jetzt gelandet? Ach so, ja, warte. In der Dialog-Hotline. Was macht die Dialog-Hotline?
Sie weiß hoffentlich bald, wer sie ist und antwortet dann auf Fragen von Menschen. Aha. Also, du bist ein Mensch, oder? Und dann darfst du jetzt eine Frage stellen. Wünsch dir was. Ich wünsche dir was. Warum ist die Banane krumm? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass die EU daran arbeitet, dass die Banane so gerade wie möglich ist, damit sie besser eingepackt und transportiert werden kann, damit sie mehr Bananen und die Wirtschaft boomt. So irgendwie habe ich das mal mitbekommen. Also es gibt eine EU-Norm, wie gerade die Banane sein muss. Also mein Tipp, um warum ist die Banane krumm zu lösen, red mit der EU, die haben sich mit dem Thema intensiv beschäftigt, wie gerade. Das heißt, wir sind da die falsche Adresse. So, das heißt nicht, weil wir die Dialog-Hotline sind, dass wir vielleicht immer die richtige Lösung haben. Aber wir können auf jeden Fall mit euch reden. Passt? Sind Sie zufrieden mit der Antwort? Nein, aber... Hey, wir können nicht alle zufrieden machen. Ich weiß mehr davor. Hey, dann haben wir doch schon gewonnen. Ja. Ja, und man muss auch mal selber machen. Dann finde mal raus, warum die Banane krumm ist. Ja, also Dialog-Hotline. Ich würde sagen, wenn ihr mich dran habt, kann sein, ich weiß es nicht. Und dann kriegt ihr halt so eine Antwort wie... Der Herr, der gerade eben angerufen hat. Oh, ich habe vergessen, nach dem Namen zu fragen. Hast du eigentlich, dass du da auch nach Japan anrufst? Wir können nach Japan anrufen? Ja, Okay, kann uns auch jemand aus Japan anrufen? Ja, aber das ist teuer. Ja, aber kann er nicht Audi-App haben? Er muss nur eine... Soweit ich weiß, ist die eher nur für die deutschen Nutzer. Okay. Aber du kannst sie trotzdem nutzen, wenn du als Deutscher registriert bist. Kannst du die in China benutzen? Okay, cool. Also gut. Ich bin zufrieden. Die neue Hotline hat gestartet. Genau. Die Dialog-Hotline. Deswegen auch Dialog. Ruft uns an. Oh, ich komme mir irgendwie so schmuddelig vor. Ruf mich an. Es gibt auch andere Branchen, die sagen, ruf mich an. Zumindest früher. Okay, gut. Bist du zufrieden? Bist du mit der Aufnahme zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Bist du sehr zufrieden? Gucken wir sie nochmal an? Wir gucken sie auf jeden Fall nochmal an. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bis eure Dialog-Hotline. Eure Dialog-Hotline.